Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator 18. Heute mal wieder im Singleplayer, weil das gewünscht wurde. Und wir halten hier einfach mal an. Und dann will ich mal kurz einen Screenshot machen. Das muss ich denen noch schreiben. Das Straße-Symbol hat noch keine, kein Matrix-Zeichen. Zwei Studenten-Tagfahrkarten. €9,20. Danke. Perfekt. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Drei Standard-Einzelfahrkarten. Eine Standard-Wochenfahrkarte. Gerne. So. Da ist keiner. Perfekt, dann können wir rausziehen. Nächster Halt, Oakville Zentrum. Oakville Zentrum. So. Drei Standard-Tagfahrkarten, das kriegen wir hin. Das ist eigentlich das Maximale, was man auswählen kann. 5. Okay. Was kosten eigentlich 5 Standard-Wochenfahrkarten? Kann ich nicht gucken. Der LKW lässt mich sogar raus. Nächster Halt, Siegwalden. Siegwalden. Na dann, wollen wir doch mal. Das kann ich ja irgendwie auch. Ah, so ging das, genau. So. Die Steuerung ist für mich immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Da müssen sie ganz schnell aussteigen. Eine Senior-Wochenfahrkarte. Natürlich. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Aber warum denn nicht? So, jetzt wird's witzig. Jetzt muss ich die Vorfahrt achten. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans so was tun würde. So, jetzt fahren die aber nicht in mich rein. Ach, verdammt. Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. So, manchmal muss man einfach ein Arschloch sein. So. Eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ananas. Ananas.
Ananas. Was? So. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina ist amputiert. Was? Was wurde denn amputiert? Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Nennt sich Cliffhanger. So. Frage mich zwar immer noch, was die Spiegelei-Symbole. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Ja, rein theoretisch können sie das. So, da fahren wir am Kollegen vorbei. Das Schlagloch haben wir leider mitgenommen. Die Straßen müssen hier mal dringend ausgebessert werden. Wie war das noch gleich? Groar? Grover? Grunder? Ach stimmt, es war Gruyère. Gruyère? Was ist Gruyère? Vielleicht ein Hinweis auf unten. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Echt? Kann ich überhaupt nicht verstehen. So, dann wollen wir hier mal abbiegen. So. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre. Nein. Nächster Halt, Westspeiche. Jo. Das war ein gefährliches Manöver. Hier ist die Fahrkarte. Ich hätte gern mal wieder einen Schwarzfahrer. So. Nächster Halt, Ostspeicher. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Echt? Ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Mich auch. Also Hans und Christina, ne? Die sind ja eigentlich, die haben ja gar nichts gemeinsam, ne? Und dass die dann... Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja, klar.
Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Gehen wir mal gucken. Hier liegt kein Müll rum. Perfekt, haben die Leute alles mitgenommen. Dann fahren wir den Bus doch jetzt mal in die Garage. Steht da jetzt eigentlich was dran draußen? Sowas wie Dienstfahrt? Mhm. So, jetzt sind wir gleich im Depot. Motor. Mhm. Perfekt. Dann hätten wir... Das war doch eine gute Fahrt. Die 12 müsste jetzt noch mal jemand fahren. 12, 15 und 14. Hm? Die hier. Die werden wir dann in der nächsten Folge fahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder vom Let's Play Bus Simulator 18. Ja, bis dahin und bye bye.